Wie ausgestorben. Obwohl heute kein Glück. Oder mir mangelt es heute an Geduld. Dass ich einfach das Gefühl habe, ich bin schon stundenlang unterwegs und habe noch nichts. Aber man muss ja nicht immer etwas haben. Ich sehe das ganz entspannt. So, jetzt haben wir hier Steine. Ich kann ja mal einen Test machen. Rollen wir halt mal. Vielleicht tut sich ja was. Auch ein schöner Platz hier, mit den ganzen Felsen, hier in den Wald und hier runter an den See. Cool. Ah, wir haben die Spur. Jetzt habe ich wieder Hoffnung, dass wir jetzt irgendetwas finden. Okay, ja, Weißwedelhirsch. Ja, da sind wir doch scharf drauf, oder? Ja, toll. Habe ich jetzt überhaupt irgendwas dabei, was für ein Hirsch? Ich glaube nicht. Wildschwein, Appetit, nein. Sollten wir jetzt eigentlich das Zelt aufbauen, dass ich mir das Zeug noch holen könnte. Ich glaube, das werden wir jetzt auch schnell machen. So. Gib mir einen guten Platz. Jawohl. Dann hole ich mir nämlich noch Zeug von Weißwedelhirsch.
Mal kicken. So, Lockzeug, Weißwildhirsch, Buchhammers, Bärenköter, Grunz. Rothirsch brauchen wir nicht, Schwarzwedelhirsch brauchen wir auch nicht. Weißwedelhirsch, Urinspray, das nehmen wir mal. Und dann war doch noch irgendwo etwas, der Grunzer, glaube ich. Den kann ich ja auch mitnehmen. Gut, dann haben wir schon. Umtauschen. Gut. So, aber ich weiß jetzt nicht, ich werde jetzt vielleicht der Spur jetzt folgen oder nicht. Nein, wir wollen eigentlich einen Elfen. Nein, wir schauen jetzt mal einfach mal weiter. Oh, der Geruchsreduzierer ist abgeklungen. Ja, dann müssen wir uns halt wieder einsprühen. Ja, einmal ist man auf einer Jagd, dann kommt ein Tier nach dem anderen, dann ist man mal auf der Jagd und ja, kommt so gut wie fast nichts. Und auf Weißwedelhirsch habe ich jetzt echt keinen Bock, denn ich will einen Elfen. Richtig großen. Da kommen wir jetzt hier rüber. Ich würde so lachen, wenn jetzt da irgendwo eine drin steht oder drin liegt und dann aufspringt und abhaut. Ich beiß mich dann in den Arsch. So, jetzt müssen wir schauen, ob man da drüber kommt. Sieht so aus. Nein! Irgendwie habe ich jetzt gerade die Warnung gekriegt. Also irgendwo muss das sein. Warum kriege ich jetzt die Warnung, dass ich nicht weiterlaufen soll? Sehen tue ich nichts. Was ist jetzt los?
Hm. Dachte ich schon, da liegt was dabei, es ist ein Stein. Wow. Muss man schon voll aufpassen. Wieder ein Weißwedelhirsch oder Schwarzwedelhirsch oder was auch immer. Ich will das jetzt nicht. Okay, das sind jetzt mehrere Spuren. Aber ich glaube, dass wieder von denen ist. Ah, toll. Super. Der interessiert nicht. Mal schauen, wer du bist. Okay, auch. Auch nicht das, was ich suche. Weil wir haben es ja vorhin gesehen bei dem Weibchen, der Elchkuh, ich hoffe, dass es wirklich so heißt, die war ja nicht gut zu sehen, wenn sie liegt. Und ich kann mir vorstellen, so Elchbulle, wenn der liegt, den sieht man auch nicht gleich. Und das wird halt schwierig werden dann. Man muss wirklich vorsichtig vorgehen. Gerade war ja auch der Bulle, ich kann mir vorstellen, wenn der sich vielleicht, ich weiß nicht, ob der nur, wenn der Schuss daneben geht, auf einen zustürmt oder ob der allgemein angriffslustig ist. Und das weiß ich halt nicht. So viele Begegnungen hatte ich eigentlich noch gar nicht mit den Elche. Da waren die Bären eigentlich freundlicher wie der Elch. Krass, oder? Wow. Nichts, nichts, wieder nichts und da auch nichts und da erst recht nichts. Naja, dann war der Ausflug bis jetzt eigentlich nichts. Wie viel haben wir überhaupt? Ja, 1,3 Kilometer haben wir jetzt hinter uns. Also ist es noch nicht viel. Aber dennoch werde ich jetzt einen Schluss machen für heute. Ich werde mir jetzt ein schönes Plätzchen mit für mein Zelt suchen. Dann mache ich natürlich beim nächsten Mal hier weiter.
Sehen tue ich nichts. Dann stellen wir mal, versuchen wir mal hier das Zelt aufzubauen. Denn ich merke gerade, ich bin doch noch nicht so fit. Na, hier passt. Gut. Ich bin doch noch nicht so fit und tut mir auch leid. Vielleicht auch deswegen kein Jagdglück, weil ich einfach mit dem Kopf bei meinen Schmerzen bin. Und ich bitte um euch um Verständnis. Auf alle Fälle beim nächsten. Das ist auch der Hammer. Wie cool, dass das Zelt aussieht. Oh. Krass, Mann. Okay, gut, oh, Entschuldigung. Gut, meine Freunde, dann sehen wir uns auf alle Fälle das nächste Mal, wenn es wieder heißt: The Hunter mit John Myers und tschüssi.